Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK Survival Evolved zusammen mit dem ZMC. Hallöchen, und hier steht er im Grün. Ich grüße dich. Hallo zusammen, hallo zusammen. Schon wieder ins Hochdeutsch hineingerutscht. ja, willkommen auf eine weitere Folge bei uns und ich grüße ebenfalls den lieben Gonzo. Genau, ich danke dir. Und Leute, jetzt guckt es euch mal an. So langsam wird es was. Wir haben unsere Rexe jetzt benannt, also wir haben sie, je nachdem wie sie gezähmt haben, erstmal in die Base gebracht. Ja, ihr hattet ja schon gesehen, der ZMC hat den weiblichen Rex Rexona genannt. Und ich habe mich für Cyborg entschieden, einfach weil ich es cool finde und einfach weil es ein T-Rex, noch ein Tech-Rex ist. So ist richtig. Und Freunde, wir gehen jetzt zusammen an die Werkbank, die auch schon steht, ja. Und dann werden wir den Sattel für den Rex erstellen und dann endlich, ich weiß, ich rede da schon ein paar Folgen von, werden wir uns mal auf die Suche nach Kristall machen, nach den etwas wertvolleren Bauelementen, sage ich mal, Rohstoffen. So, und da haben wir den Rex-Sattel. Ihr seht, wir haben schon alles in die Werkbank reingelegt. Also herstellen. Ja, ich freue mich. Das erste Mal den Rex hier wieder reiten. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Genau, und in der Zeit war ich war schon ein bisschen fleißig. Ich habe hier noch ein bisschen Wände gestellt. Hier kommen dann die ganzen Schränke hin. Wow. Mit den ganzen Materialien, damit der liebe Gonzo nicht so weit gehen muss, weil er schon fast die Krise kriegt, wenn ja der Schmelzofen nicht neben der Werkbank ist. Da haben wir fleißig darüber debattiert. Ja, so sieht's aus. Ja, und ich in meiner, wie sagt man so schön, in meiner, auf Schweizerdeutsch sagt man, in meiner Würde inne, auf Hochdeutsch heißt das, glaube ich, war da so richtig stinkig. Ich hab dann in den scheiß Schmelzofen einfach mal da hingeknallt. Den werde ich dann noch ganz schön wieder abreißen und ihm das Ganze dann genau so platzieren, dass er wirklich nur noch Seitensand von rechts nach links sich und die Materialien da rein tun kann. So, und wir leveln jetzt erstmal unseren Cyborg ein wenig auf. Alles klar, und damit hätten wir ihn schon auf Level 64. 64. Immer noch nicht das Monster-Level, aber hey, es ist ein Rex, ja? Es ist ein Rex. Es ist ein gottverdammter, verfluchter Rex. So. Ich möchte hier auch ein bisschen Licht haben, also ich werde hier jetzt ein wenig das Dino-Gehege weiterbauen. So, und ich stelle den Rex jetzt erstmal auf Folgen hier durch das Dickicht. Dann ist es für mich auch einfacher, hier durchzukommen. Und ich werde ihn das komplett in Stein bauen. Muss ja schließlich auch etwas aushalten, ne? Und da drin werde ich dann gleichzeitig auch noch das Paarungsgehege integrieren. So. Ach ja, und ich liebe den Rex. Ich liebe ihn einfach. Wie viel Krach er wieder macht. Geil. Wie er einfach mal alles platt macht, was ihm so in den Weg kommt. Ja,
Ja, aber auch der Rex ist davor nicht verschont. Er braucht noch ein bisschen Ausdauer. Und wir können ihn schon wieder leveln. Und dann würde ich sagen, ja, an Ausdauer hapert es eigentlich nicht. Aber ich würde weiterhin gerne auf Gewicht gehen erstmal. Weil, wie gesagt, wir brauchen ihn ja zum Farmen. Oh. Wo sind die Steine? Hallo Kano! Ja, und ich muss nach der Folge auf jeden Fall mal in meiner Aufnahme gucken, wie das jetzt mit der Lautstärke ist, weil der Dino macht so einen Krach hier, der Rex. Ja, ich würde mal sagen, Metall nehmen wir natürlich auch mit. Metall ist ja auch das, was wir immer und immer wieder brauchen. Verbaut. Oh, ich werde angegriffen. Aber Rex regelt. Oh, jetzt kommt noch einer, dann helfen wir ihm mal ein bisschen. Mal gucken, was du in der Werkbank hast. Also es ist gerade wirklich ziemlich laut. Freunde, ich hoffe, es haut noch hin mit dem Ton. Ich werde mich spätestens nach der Aufnahme darum kümmern und werde es nochmal neu eingleichen, falls ich jetzt den Eindruck habe, es ist dann auch bei euch zu laut. Bei mir im Headset ist es halt gerade ziemlich laut. Also richtig ziemlich laut. Okay, also ich höre dich ganz gut. Ja, klar. Ja, klar. Das ist war jetzt nicht anders zu erwarten. Nur bei mir ist es halt ziemlich laut. Kann Rexona Holz fahren? Nee, Quatsch. Bitte? Rexona, kann Rexona Holz? Nein, nein, Nee, nein, ne? Dass ich den kleinen Knuddel nehme, ne? nein. Genau. Nimmst du Flying Stone? Ja, der ist richtig voll, ne? Da wollte ich ihn haben. So, dann haben wir auch schon wieder ein bisschen Obsidian. Aber immer noch kein Kristall weit und weit in Sicht. Aber ich glaube, Richtung hier oben auf dem Berg müssten wir dem Kristall doch schon ziemlich nahe kommen. Oh, ich höre gerade schon wieder irgendwas Gefährliches. Oder? Ja, ich höre nur was, aber ich sehe nichts. Ich werde mal auf den Rex draufgehen. Dann schauen wir mal generell, ob wir überhaupt hier hochkommen. Ah, ich glaube, hier wird es gleich zu steil für den Rex. Und ich habe mir Strohdach hergestellt. Werde diese jetzt hier oben verbauen. Na komm, Rex. Kämpf, 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 kämpf. Du kommst hier hoch, du kommst hier hoch. Ich glaube an dich. Ich lege die mir unten auf eine Taste, dass ich da Ganze schneller verbauen kann. Ah, werden wir es schaffen? Werden wir wirklich mit dem Rex komplett hier hochkommen? Ja, ich glaube schon. Wir kommen mit dem Rex komplett da hoch. Und da sehe ich das erste Kristall, Freunde. Jawohl. Jawohl, wir haben es geschafft. Unser erstes Kristall liegt vor uns. Super,
Gut gemacht. Auf jeden Fall. Und oh, jetzt schaut euch mal diese Aussicht an, Freunde. Ist das nicht einfach nur geil? So, das Erste, was ich jetzt mache und das Wichtigste, erstmal den Rex auf Anhalten stellen. Ja, und auch auf Passiv. Weil wenn er hier meint, er müsste irgendwas und irgendwen angreifen, dann fällt er hier runter und dann hatten wir mal einen Rex. So, wie ihr seht, habe die Base ein bisschen erweitert. Was mir nicht so richtig gut gefällt hier, ist das Ganze hier ein Stein ist. Der hintere Teil werde ich in Stein belassen, da der Gonzo ja dafür das auch so braucht, damit er da seine Dinos produzieren kann. Produzieren! Ich glaube, das Wort, nach dem du suchst, heißt züchten. Ja, das ist ja nicht nur züchten, ne? Wie gesagt, ne? Die rammeln da drin ja auch zusammen und dann gibt's Junge. Ja. Ah, jetzt bin ich zu schwer. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich bin hier am Abbauen und am Abbauen. Und wehe, wehe, wenn das einmal passieren sollte, dann, das ist ein richtiges Gaudi, ne? Da geht der Gonzo ab wie ein kleiner Junge, da kann er sich nicht erholen, da heißt, schau mal, Knuddel, 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 ach wie putzig, ach wie niedlich, da geht das 10 Minuten, das geht nicht 2 Minuten, das geht nicht 3 Minuten, das geht 10 Minuten lang, ne? Und ich sitze hier an meinen beiden Monitoren und denke, oh, verdreht die Augen. Nicht schon wieder, ne? Genau. Ah, der Rex ist schon voll. Lieber Gonzo. Ja, hier ist einer. Wie breit soll das Rammelgehege sein? 2 Einheiten oder lieber 3 Einheiten? Boah. In der Breite. In der Länge ist es natürlich mehr. In der Länge ist es 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 5 oder 6 Elemente. Boah, keine Ahnung. 2 reichen, ne? Also du bist der Baumeister, du müsstest das wissen. Okay. Ich kann dir da jetzt leider nicht so viel zu sagen. Ja, das ist gut, das ist gut. Alles gut. So, wir müssen ja mal gucken. Der Rex muss sich ja auf jeden Fall noch bewegen können. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht mehr viel bis gar nichts eigentlich mehr mitnehmen können. Die Frage wird jetzt eh schon sein, wenn ich mich draufsetze, inwieweit der Rex sich da noch bewegen kann. Wir probieren es mal. Gar nicht. Gar nicht. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich etwas Metall hier lassen und fixieren uns eher mal auf das Kristall. Leider Gottes. Oha. Ja, er bewegt sich aber... das wird mir nichts bringen und dem Rex nichts bringen. Es sei denn, wir gehen beide zu Fuß hier runter. Wobei ich dann aber Angst habe. Nee, ich muss noch was loswerden, Freunde. Scheiße. Super. Scheiße musst du loswerden. Ja. Okay. Also ich habe jetzt nicht... Ja, dann bringe ich aber so wenig mit. Warte mal, ich kann ihn noch mal wieder einmal leveln. Ich gehe nochmal auf Gewicht. Wird das reichen, damit wir uns zumindest bewegen können? Oh, und ich friere. Du frierst? Ja. Also ich muss jetzt gucken, dass ich hier heile wieder runterkomme, Freunde. Das wird jetzt auch nochmal eine Herausforderung. Und der Rex, er ist einfach zu schwer. Er ist zu schwer. Ich glaube, hier ist einfacher, oder? Nee, es geht wirklich nicht. Ich muss wirklich... nochmal was vom Metall hier lassen, so leid mir das tut. Das heißt, wir versuchen es erstmal so, indem wir das Metall hier teilen. Ja, so ist einigermaßen okay, so kann ich damit leben. Ja. Oh, oh, und der Rex fällt, der Rex fällt, der Rex fällt, der Rex fällt. Ja. Ah, jetzt muss ich das aber genau beobachten hier. So.
Ja, so kriegen wir es hin. So kriegen wir es hin. So, jetzt sind wir fast unten. Das gefällt mir eigentlich schon besser. Diese Holzoptik. Ah, lassen wir den. Außen her, ne? Auch von außen sieht einfach schöner aus, ne? Hinten dann der Rammelbereich, ne? Der Rammelbereich. 1, 2, 3 Elemente, ja, 2, 3, ich muss mal gucken, ob ich 2 oder 3 mache. Ich glaube, ich mache 3. Der Rest reicht eigentlich da für die Dinos als Spielwiese, ne? Braucht nicht Oh. so großen Auslauf. Hatte ich die Explorer-Note hier eigentlich schon? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Bin gerade bei einer Explorer-Note. Okay, ich finde es sogar noch nicht. Aber ich glaube, die hatten wir eh schon. Also wir hatten schon so viele. So, jetzt würde ich sagen, folgst du mir bitte so. Ja, macht er. Wunderbar. Es ist nicht zu überhören. Och nö, Rex gegen Rex oder was? So, ich bin schon mit, ups, bin schon wieder überladen. Egal, macht nichts. Ich stelle gleich wieder her. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Glaube, wir müssen kämpfen. Alles. Ne? Jawohl. Rex hat Rex gekillt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber warte mal, wir gucken mal eben in sein Inventar. Vielleicht hat der Rex ja was Feines da drin. Na, nee, nicht wirklich. Eventuell das und eventuell das. Aber ansonsten hat der Rex auch nichts. Ah, nehmen wir mal das Fleisch noch mit. Und vor allem das Leder. Oh, nee. Und jetzt können wir den Cyborg auch wieder leveln. Jawohl. Ja, gut, er hat schon was abgekriegt, aber hey, easy. Ja, und ich bin ihm anscheinend immer noch zu schwer. Ja, komm, machen wir es zu Fuß. Geht ja, ne? Kann es ja auch falsch platzieren. Ach, da vorne haben wir übrigens unsere Zwischenbase. Steht die immer noch? Die steht immer noch, jawohl. So. So, ihr Oh, seht. ein Tech-Raptor. Unglaublich viele Rohstoffe, die hier verarbeitet werden, unheimlich viele Bauelemente, die ich stelle. Ne? Ja, ich muss jetzt wieder farmen und ja, ich werde das wieder im Offline-Betrieb machen. Wäre sonst zu langweilig, wenn ich hier nur farmen würde. Ich versuche mal, ich mal gucken, ob es gut ist mit dem Licht, ob das geht. Weil dann werde ich mal eines der
die Motore stellen. Das klappt. Günstig vom Licht her ist. Weiß ich nicht. So. Also. Ich da schon mal in einer vorherigen Folge erklärt habe, ich arbeite gerne mit diesen Dunkel-Hell-Kontrasten. Oh. Dann sehe ich es einfach besser. Und ja, immer so ein bisschen ein russisches Roulette. Und mittlerweile weiß ich da, okay, ich kann auf der linken Seite, sieht man ja noch diesen Holz, diese Holzlatte. Da nehme ich dann immer so eineinhalb Steine oh nein. von der Steinwand als Maß und setze dann da jeweils den Bogen hin. Da kann ich dann plus minus immer ein bisschen nach von rechts nach links ablesen. Ne? So. Die Frage ist jetzt, ich bin gerade dabei und versuche mir ein Stego zu zähmen. Ein Tech-Stego. Er liegt im Wasser, aber ich glaube, er kriegt keinen Schaden. Ich hoffe es zumindest nicht. Allerdings brauchen wir Beeren. Beeren. Ich hoffe doch, dass ein Stego... Ja, ein Stego müsste eigentlich Beeren essen, oder? Mache ich das noch anders? Versuche ich mal was? Hier noch ein bisschen rein. Das suchen wir. Brauche ich denn da noch? Oh. Gut. Ne, er scheint keinen Sauerstoff zu verlieren. Das ist gut, weil normalerweise, wenn man versucht, die zu zähmen und die landen im Wasser, normalerweise ertrinken die dann. Nee, aber es scheint zu funktionieren. So, komm. Rex, komm mal hier hin. Du darfst wieder angreifen, zur Not. Mal gucken, ob das was bringt. Super. Und du darfst auch mal gerne jetzt das Stehen... Nein, komm. Genau, das bringt nämlich was. So, Leute. Kann ich nämlich schön hier mit diesem... Ich habe da vorne eine Wand, eine Steinmauer gesetzt. Da kann ich jetzt richtig schön bis an den Anschlag mit dem Dino-Tor hin und muss es eigentlich nur noch mittig schön rechts, links mittig positionieren und dann sollte das passen. Ich versuche jetzt das einfach mal. Wenn nicht, reiße ich es wieder ab. Die Steinwand reiße ich weg. So, mal gucken. Ja, das sieht doch eigentlich ganz, ja, passt fast hin. Ja, doch, hier ist es schön bündig. Ah, hier nicht ganz, aber, ach Gottchen, damit kann ich leben. Und dafür ist es hier unten schön positioniert. Ja. So, eine Frage. Können wir die Folge beenden? Weil ich werde jetzt nochmal einen Zeitraffer einbauen, damit ihr seht, wie der Tech-Stego zum Leben erwacht. Kein Problem. Also, in dem Sinne verabschiede ich mich schon mal der ZMC von euch. Sage danke fürs Reinschauen. Ich werde jetzt offline noch ein bisschen farmen, Material farmen und um weitere Elemente herzustellen, um in der nächsten Folge weiterzubauen. Okay, alles klar, Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Jo, und ihr kennt das Spielchen. Ich verabschiede mich jetzt auch schon mal. Dann werdet ihr einen Zeitraffer sehen und ich werde mich nochmal ganz, ganz kurz eben zurückmelden, sobald der Dino getamed ist. Bis gleich.
Ja, da ist er. Hey. Hallo Freunde, da sind wir wieder. Wow, ich stehe auf seinem Schwanz. Guck mal, wie er hier rumgeht. Ey, geil, 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 geil. So, ja, ist ja gut, mein Freund. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Alles klar. Wie gesagt, Freunde, da ist er. Ich wollte es euch nur nochmal gezeigt haben. Ist er nicht wunderschön? Na gut, da verabschiede ich mich an dieser Stelle. Macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.